Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Steinzeitsammler. Ein frohes neues 2024 wünsche ich euch allen. Ich habe hier noch meine letzten Stücke aus der Region von Idar-Oberstein, die ich heute aufschneiden möchte. Und hier drunter liegen noch welche von einer ganz lieben Abonnentin von mir. Mit der war ich das letzte Mal in Idar-Oberstein primär zwar shoppen beim Großhändler, aber wir haben dann auch ein bisschen gesammelt. Und das waren die Stücke, wo sie gesagt hat, die soll ich immer bitte aufsägen. Das mache ich hier natürlich gern für dich. Vor allem finde ich es ganz toll. Sie wohnt gerade mal 15 Minuten entfernt von mir. Das heißt also, wir können dann gerne öfters was zusammen machen. Das finde ich echt cool. Ja, ich habe einen auch hier dabei. Der wiegt gar nichts. Der ist aber auch komplett hohl. Das kann man leider. Also ich kann durchsehen. Jetzt sieht man es hier unten. Kann man so ein bisschen sehen. Der geht bis nach innen durch. Ich vermute mal hier die Seite auch. Den will ich aber trotzdem mal aufschneiden. Und hoffe, dass er hält. Weil vielleicht sehen doch die Kanten noch recht interessant aus. Solche Stücke nehme ich auch mal ganz gerne mit. Das ist jetzt der erste, wo ich gesagt habe, okay, den schneide ich auf. Der war, als ich ihn mitgenommen habe, noch ein bisschen schwerer, weil der war gefüllt mit Erde. Da sah er nicht ganz so schlimm aus. Ich habe aber zum Beispiel auch den hier mal mitgenommen. Den werde ich definitiv nicht anfassen, weil keine Ahnung, was in dem gewachsen war. Der sieht richtig cool aus. Das ist so ein Kandidat, den der kommt so in meine Vitrine. Den finde ich einfach sehr interessant. Und einen anderen Kandidat, den will ich die ganze Zeit mal reinigen. Das ist der hier, der ist auch total kaputt. Aber den finde ich extrem interessant durch seine Form. Den will ich dann so hinstellen. Gefällt mir, obwohl er so kaputt ist, gefällt er mir richtig gut. Mit den Rillen, die er hier so drin hat. Auch hier so interessante Kanten. Ja, ich habe mich eben gerade noch an der Rose geschnitten, gekratzt, deswegen. Und vor allem, guck mal, wie das oben glitzert und glänzt. Also das ist so ein Kandidat, den werde ich auch niemals anfassen. Also wie gesagt, der kommt noch ein leichtes Säurebad, dass der schön sauber wird. Und den werde ich auch so in meine Vitrine stellen. Genau so. Finde ich auch ein sehr schönes Stück, obwohl es so kaputt ist. So, ja, das war's. Noch nicht gereinigt, die sind ganz dreckig. Oh, hoffentlich bleibt der heil, der sieht toll aus. Der sieht toll aus.
bin ich jetzt mal gespannt. Oh, wow. Der ist schön. Der ist richtig schön. Glückwunsch. Hast du was Tolles gefunden? So, der ist wahrscheinlich auch noch relativ interessant, aber der ist so blöd überall gebrochen. Weiß ich nicht, ob der das aushält. Was weg, aber jetzt nicht Schlimmes. Ich hätte jetzt doch gedacht, dass er komplett zerbricht. Ja, sieht auch interessant aus. So, ich muss mal kurz eine Pause machen, weil ich habe ein bisschen zu viel Sägewasser. Ich muss mal etwas runterfahren. So, der erste Eimer war schon voll und ich habe noch nichts gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch zwei kleine. Oh, das wird nur Quarz sein. Ja, wahrscheinlich. Rein Quarz war aber jetzt sehr hart. Ja, ist noch irgendwas gemischt dabei. Das ist ein Achat-Innenkern.
weiß man jetzt nicht, was ist drinne. Ist da überhaupt noch was drinne? Sieht aus, als wäre es eine Mandel, die im Stein noch komplett drin sitzt. Einschätzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich am besten schneide. Also hier sieht man ein bisschen was, da sieht man ein bisschen was und hier ist ein Achat. Der kann jetzt natürlich nur drauf sitzen, dass es quasi so ein Stein mit Achat-Quarz-Gemisch ist. Oh, wasch mal kurz ab. Ich gehe vom Gemisch aus. Ja, ist es auch. Schade. Wäre schön gewesen. So. Jetzt kommt der Kandidat mit dem Loch drin. Schade, es ist zwar zerbrochen, aber wäre auch nichts gewesen. Ja, hätte sein können. Ja, gleich weg damit. Hier eine Quarzfüllung. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr ist als nur das, die Quarzfüllung.
Hier gehe ich von aus, das ist eine Mandel, die nicht wirklich was drin hat, weil das sieht mir sehr erdfarben aus hier. Ich vermute mal, die wird nichts sein. Ja, war viel zu leicht. Viel zu leicht. Ja. Nix. So. Wahrscheinlich wird ja auch nicht was Tolles rauskommen, aber man soll es wenigstens versuchen. Bin ich mal gespannt. Ein großes Stück Gangachar. Ich meine, den habe ich gefunden in diesem kleinen Bachlauf, der unten bei der Weiherschleife rauskommt. Also jetzt nicht der, der die unteren Wege geht, sondern der von oben vom Berg runterkommt. Hinter dem Steinbruch Sinn oder so ähnlich, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Wie man vielleicht hört, ich habe meine leider immer noch nicht geölt. Sie ist immer noch sehr laut. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Sind leider sehr brüchig, alle. Oh, schade. Hatte ich mehr gehofft. Da hatte ich jetzt mehr gehofft. Kann man noch nicht mal in die Trommel schmeißen. In der Trommel wird er komplett auseinanderbröseln, leider. Hat überall nämlich Risse. Hätte ja sein können. So, dann habe ich noch so einen ähnlichen Kandidat. Da weiß ich auch nicht, ob das nur oben drauf sitzt oder ob das reingeht. Aber bedingt dadurch, dass halt hier was ist und da was ist, hoffe ich, dass es durchgeht.
Das hatte ich auch schon oft gehabt. Ein Stein, der dann so toll aussah. Und dann habe ich auch nur dünn abgeschnitten und darunter war gar nichts. Hoffen wir mal. Leider mit vielen Rissen. Da ist ein Riss, da ist ein Riss, da ist ein Riss, da ist ein Riss. Schade. Und leider auch wenig Bänderung. Bevor ich es vergesse, ich habe ja gesagt, das will ich jetzt bei jedem Video machen. Alle, die noch nicht meine Videos kennen, ich haue gerade auf die Säge. Ihr seht es allein daran, wie mein Handy wackelt. Nichts. Das ist ein Sägeblatt. Das ist ein Sägeblatt. Oh Gott, das eiert doch schon ganz schön. Ah, ich hätte vielleicht nicht so festhauen sollen. Das ist ein Sägeblatt, was oben glatt ist. Komplett glatt. Die normalen Sägeblätter, also zum Beispiel für Holzsägen, die haben dann diese Rillen drinne. Da sollte man auf gar keinen Fall auch nur in die Nähe kommen. Dieses Sägeblatt ist ein spezielles, das hat oben Diamantkörnung drin. Das heißt, je härter ein Material ist, desto besser wird es geschnitten. Und meine Haut ist einfach nicht hart genug. Ja. Ja, das war mal eine Brandblase. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es, wenn ihr einen Stein auf ein Stück Holz befestigen wollt. Dann kommt da so eine Art, ja, sowas ähnliches wie Siegelwachs. Das wird halt schön heiß gemacht. Dann habe ich das mit dem Feuerzeug, also diese Heißfeuerzeuge, drumherum noch mal kurz flüssig gemacht. Dann ist mir tatsächlich was runtergetroffen, genau auf den Finger. Naja. So, machen wir mal hier rein. Auch Innenteil gebrochen. Ich hoffe, dass man hier noch was Schönes bei rauskriegt, wenn man das vorsichtig aufmacht. Kann aber auch sein, dass es rausfällt. Oder dass es so dünn ist, dass man gar nichts sieht. Ich habe jetzt mal möglichst dicht abgeschnitten und ja, guck mal, ist sogar richtig schön. Oh, ganz feine Bänderung drumherum, leichte Druse drin, auch mit Kristallen, die aber dreckig sind. Ja, cool. Hat sich rentiert. Hat sich rentiert. So, machen wir nochmal. Ein Teil von Machart. Sieht man, hier war die Mandel. Da, da und da gebrochen. Schade. Schade.
schade. Also nur noch ein kleines Bruchstück. Machen wir trotzdem. Sah bestimmt mal schön aus. Allerdings kann man sie jetzt hier und hier noch glatt schleifen und aneinander kleben. Und würde sie mir auch gefallen, würde ich mir auch reinstellen. Jo, mach mal so. Okay. Den Rest mache ich jetzt im zweiten Teil. Ich habe gesehen, wir haben jetzt gleich die 30 Minuten. Soll ja auch nicht zu lang werden. Und ich muss ja eh gucken, dass ich jetzt über die Winterzeit gucke, wie ich noch Filme zusammenkriege. Weil ich habe leider nicht mehr so viel Material. Ja, und es ist momentan auch schwer, suchtechnisch in neues Material zu kommen. Und ich bin keiner, der gerne gräbt. Also das sind Freisen, das war mal eine Ausnahme. Da bei dem Claim. Aber ansonsten, also so in Steinbrüche reingehen und dann da anfangen groß zu kloppen, ist eigentlich so überhaupt nicht mein Ding. Zumal die aktiven Steinbrüche, da darf man ja sowieso nicht rein. Die inaktiven, die ehemaligen, die auch gar nicht mehr eingezäunt sind, da ist auch wirklich schwer was zu finden. Das ist dann Glückssache. Und jo. Ich habe zwar noch vor, ich will beim Joshua mich noch mal melden und gucken, dass ich bei ihm noch mal ein paar Kilo irgendwas hole. Aber weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob er noch was hat oder muss man mal gucken. So, meine Lieben, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch und ein Like da. Also ein Daumen hoch und ein Like ist dasselbe, ja. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Hab mich eh jetzt gefreut die Tage. Über Weihnachten habe ich eine Schnapszahl bekommen. Ich habe jetzt 333 Abonnenten. Finde ich cool. Ich habe mich über die 222 schon gefreut. Jetzt über die 333. Jo. Ja, genau. Das war es eigentlich. Dann, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Nochmal frohes Neues an alle, die jetzt den Anfang übersprungen haben. Das war der Steineisammler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.